Hallo. Hallo. Ich habe mir schon ein paar Sachen rausgesucht. Und zwar würde ich die bitte alle mit Mikes Prozenten bekommen. Mit Mikes Prozenten von diesem Monat? Ja, ja. Ich hatte ihm eigentlich schon vor ein paar Tagen schon gesagt, dass er keine Prozente mehr hat diesen Monat. Ja, ist doch egal. Ich möchte 20% haben auf die Sache. Wenn er keine mehr hat? Ja, ist doch egal. Dann machen Sie halt eine Ausnahme. Wozu bin ich denn seine Freundin? Das ist mir eigentlich egal, ob Sie Ihre Freundin sind. Ja, ich möchte jetzt einfach die Sachen bitte mit 20% haben. Ja, aber nicht bei mir. Ganz ehrlich, mir reicht das auch langsam. Ne? Ich glaube, wir sollten uns wirklich mal unterhalten. Ich möchte die Sachen kaufen, aber ohne Prozente. Ja, ich möchte gerne jetzt Prozente drauf haben. Wo ist denn das Problem? Ne? Ich finde es auch langsam eine Unverschämtheit von Ihnen. Schämen Sie sich nicht? Sie sind denn so am Ausnutzen, armen Jungen. Ne? Also ich meine, mich geht das eigentlich nichts an. Wie am Ausnutzen? Sie kommen hier nur hin zum Shoppen, geben nur sein Geld aus und da hat was viel Besseres verdient als Sie. Also das geht so langsam nicht mehr. Ne? Erstens bin ich Mikes Freundin, ja? Und der ja, arbeitet aber hier, dann kriege ich ja wohl auch seine Prozente. Ja? Und außerdem sind Sie irgendwie neidisch oder was? Kriegen Sie keinen mehr ab hier, Ihre scheiß Sachen? Dann will ich sowieso nicht haben. Doch, das ist halt ein Scherz. Am nächsten Tag. Wegen der neuen Brüste hat Chiara nichts mehr anzuziehen. Doch es kommt noch dicker. Oh nee. Was für ein Arsch, das passt doch gar nicht mehr richtig. Mal gucken, ob das noch passt. Hm? Och nee, auch mal Kacke. Scheiße, Mann. Und toll. Bewegt man sich einmal, dann reißt die ganze Scheiße ein. Ey, das ist ehrlich wirklich die dumme Biggie. Ey, Mann. Kacke. Wer will denn da jetzt was von mir? Jetzt krieg ich das auch nicht angezogen, Mann. Scheißtag. Oh, Paula! Moin Video. Hallo, Chiara. Ja, ich bin's. Ja, du bist? Mache dir dieses Video und ja, ich fang einfach mal an. Ich stehe auf Frauen. Nee. Und nicht nur auf irgendwelche Frauen, sondern auf dich. Und es fällt mir ehrlich nicht leicht, dir das so zu sagen. Nicht weinen. Ich hoffe irgendwo, dass du auch so für mich fühlst, wie ich für dich. Aber irgendwie muss ich dir das irgendwo mal sagen, weil diese ganzen Männergeschichten, die du hast, die tun mir einfach nur weh. Und das muss einfach mal irgendwann raus. Ich hoffe, dass alles trotzdem so bei mir ist. Ach, Maus, ey. Ich muss dir das einfach sagen. Oh, krass, ey. Puh. Ja, ist voll krass, dass die Paula lesbisch ist. Ja, das hätte ich ja gar nicht mal gedacht. Und dann steht die auch noch auf mich. Das ist... Boah, ich stehe nicht auf Frauen und irgendwie habe ich doch gar keinen Bock jetzt drauf. Ja, aber wer weiß, wozu das alles noch nützlich sein kann. Auch am nächsten Tag lässt das Liebesgeständnis von Paula Chiara komplett kalt. Denn sie muss unbedingt dafür sorgen, dass ihr Deal mit dem Busendoktor nicht platzt. Komm, lass uns mal hochgehen. Hm? Nee, komm, ich hab keine Lust mehr. Ich hab keine Lust mehr, Chiara. Was ist denn los? Bist du immer noch sauer oder was? Ich hab doch deiner Frau gar nichts erzählt. Ja, was meinst du denn, wie ich mich fühle? Natürlich bin ich sauer. Was meinst du, was mich das an Aufwendung kostet, Heike zu beruhigen? Was denkst du denn? Aber Manfred, hm? Du hast uns drei doch auch vermisst. Hm? Natürlich, Chiara, hab ich euch vermisst, ja? Aber... Die Sache mit deinem Freund, mit dem Typ da, das hättest du mir echt nicht verheimlichen dürfen. Wir hatten eine Abmachung und das heißt sexuelle Exklusivität. Nur für mich, ja, nur für mich. Und ich bin der Meinung, nach der Nummer, da könntest du auch die Hälfte der Kosten tragen. Währenddessen erwartet Mike in der Boutique eine böse Überraschung. Kannst du mir das mal erklären hier? Was ist das? Ey, ich habe dir vertraut, Mike. Was ist das hier? Willst du mich verarschen? Das kann ich dir erklären. Es sieht schlimmer aus, als es eigentlich ist. Da ist nichts passiert. Und was willst du mir da noch erklären, Mike? Ich hab dir vertraut, verdammt noch mal. Manfred, das ist doch viel zu teuer für mich. Das kann ich mir doch alles nicht leisten. Du, ich hab langsam die Schnauze voll. Ich lass mich von dir nicht verarschen und nicht erpressen. Und wenn du meinst, du müsstest Heike was erzählen, ja? Die glaubt dir sowieso kein Wort. Und jetzt, Chiara, gebe ich dir mal einen guten Tipp, ja? Stell dich lieber mit mir gut, sonst drücke ich dir nämlich die kompletten Kosten auf. Hast du verstanden? Manfred, warte, lass mich kurz nachdenken. Was denn? Ich hab da ne... Pass auf. Ich hab eine total geile Überraschung für dich. Jetzt bin ich aber gespannt. Pass auf. Dann trägst du die ganzen OP-Kosten. Okay? Kommt drauf an. Was hast du für eine Überraschung? Pass auf.
Du hast mir doch immer erzählt, dass du gerne mal einen Dreier hättest mit zwei richtig heißen Bräuten, ne? Und das könnte, oh Mann, das könnte klappen, oder was? Ja, ich habe die zweite heiße Braut gefunden. Das, aha. Wann kann das starten? Jetzt sofort, heute? Ja. Na, dann können wir es aber auf keinen Fall in der Praxis machen. Dann müssen wir es bei dir in der Wohnung machen. Bei mir zu Hause, du. Jetzt sofort. Ja, pass auf, Schatzi, wir gehen jetzt hoch. Ich rufe meine Freundin an. Jetzt sofort? Na klar, ich rufe die an, die kommt dann gleich vorbei. Ne? Aber dann, ne, dann zahlst du die ganze OP, ne? Ich wusste, dass ich ihn damit rumkriegen werde. Und wenn die Paula mich wirklich so liebt, wie sie in der Videobotschaft gesagt hat, ah ja, dann ist das mein ganz kleiner Liebesbeweis für sie. Und ich krieg meine Brüste bezahlt. Was willst du an meiner Stelle machen? Soll ich dich hier behalten? Wofür bezahle ich dich? Wofür? Ich mach doch alles gut. Wir haben letztens noch darüber geredet. Mike, ey, ganz ehrlich, ne? Sei froh, dass ich dich mag. Ne? Diese Frau möchte ich nie wieder in meinem Leben sehen. Nie wieder. Diese Frau hat hier Hausverbot. Nicht, ach komm schon. Ne? Ich bin die Chefin, Mike. Okay, du machst jetzt, was ich dir sage. Möchtest du diesen Job behalten, ist das deine letzte Chance. Diese Frau wird dir nie wieder in meinen Laden kommen. Ja, hast du mich verstanden? Ja, ist okay. Okay? Ja. Dann geh jetzt an deine Arbeit, mach deine Arbeit und diesen Namen, ne, möchte ich nie wieder hören. Das ist Chiaras absoluter Lieblingsladen. Wie soll ich dir sagen, dass sie jetzt hier Ladenverbot hat? Das wird sie echt richtig sauer machen, mehr als das. Am Anfang habe ich sogar das Gefühl gehabt, dass sie mit mir nur zusammengekommen ist, damit sie hier günstig einkaufen kann. Aber das glaube ich nicht. Das mit uns beiden ist wirklich was Besonderes. Manchmal ist es wirklich ganz gut, wenn man seinem Gefühl vertraut. Und das kann ich Mike auch nur empfehlen. Und wie kann er das nochmal genauer untermauern? Es wäre gut, entweder ein offenes Gespräch mit seiner Freundin zu führen oder eben auch mal mitzukriegen, was macht die denn eigentlich noch so, dem Gefühl nachzugehen und vielleicht auch mit dem Arzt zu sprechen. Es würde mich freuen, wenn da interessante neue Informationen dabei rumkommen für ihn. Kurz darauf. Chiaras Freundin Paula ahnt nicht, was die 22-Jährige im Schilde führt. Hi, Süße! Na? Gut, schön, dass du da bist. Ich bin so froh, dass du mich zurückgerufen hast. Oh, ich bin richtig erleichtert, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Und ich hoffe, du empfindest irgendwo dasselbe wie ich für dich. Ja, das ist schon mal schön, dass du da bist und so. Und du musst mir einen Gefallen tun. Das habe ich jetzt am Telefon nicht gesagt. Ja, okay. Ja, okay, ist gut. Und zwar geht's da so um einen Dreier. Was? Um einen Dreier wie? Ja, aber pass auf. Und mit wem? Hast doch, wieso? Pass auf. Du hast doch in der Videobotschaft gesagt, dass du mich liebst, ne? Und dann musst du das einfach für mich machen, okay? Wie? Chiara, wann kannst du denn endlich losgehen? Warte mal, ist es nicht dieser Beauty-Dog? Mhm. Wie? Ey, du weißt doch, ich stehe nicht auf Typen. Was geht bei dir? Hallo? Mann, aber Chiara, guck mal, hör mir doch mal zu. Ich weiß doch keinen anderen Ausweg. Und du bist so niedlich und ich will die Brüste doch nicht selber zahlen. Und du hast doch in der Videobotschaft gesagt, dass du mich liebst. Ey, und dann könntest du mir doch den Gefallen tun. Ey, nee, sorry, aber das ist so egoistisch. Wie kannst du nur wegen... Deswegen hast du mich hier hinbestellt? Deswegen? Ja, aber du musst das für mich machen. Na, was dauert denn da so lange, hä? Wirklich? Nee, ey, sorry, das ist total egoistisch von dir. Ich erkenne dich gar nicht wieder. Das ist die Überraschung. Ja, die ist ja wahnsinnig süß, die Kleine. Dann können wir ja gleich mit dem Dreier starten, oder? Ey, hau ab! Boah, was seid ihr für Leute? Ey, ja, aber wird das jetzt hier nichts mit dem Dreier, oder was? Ich sag dir, dann kannst du schon mal für die Rechnung sparen. Manfred, warte, Paula. Manfred, geh doch schon mal bitte rein. Ich kläre das gleich, ich bin gleich bei dir, okay? Ich warte. Paula, bitte. Oh, Heidewitzka, was für ein Schlag für die Paula. Die kommt und hofft, dass ihre Freundin immer noch mit ihr spricht nach dieser Offenbarung und muss jetzt erfahren, die Chiara, die benutzt mich eiskalt für ihre Zwecke. Und ich kann nur hoffen, dass Liebe in diesem Fall nicht blind macht, sondern dass Paula ihre Konsequenzen zieht und endlich Chiara eine Grenze setzt. Was bist du für eine Freundin? Deswegen bin ich noch so dumm und komm mir extra hin. Aber was bist du für ein Mensch? Ey, ich dachte, wir sind Freunde, wir kennen uns so lange. Ich gestehe dir meine Liebe und du machst sowas mit mir? Ey, du kannst dich ja wissen. Boah, Chiara hat sie doch nicht mehr alle, ganz ehrlich. Boah, für mich ist die Freundschaft beendet. Das kann sie nie wieder gut machen. Wenig später versucht Chiara alles, um nichts für ihre Brüste zahlen zu müssen. Dass sie Paula das Herz gebrochen hat, ist ihr völlig egal. Das sieht doch gut aus, oder nicht? Oh, fantastisch sieht's aus, aber ich hab's mir echt schon ein bisschen anders gedacht. Ach, Manfred, wirklich.
Das wird toll. Ich habe mir da was ganz Besonderes für dich einfallen lassen. Hoffentlich wird's toll, ja. Chiara, denn sonst überlege ich mir das nochmal mit den erlassenen Kosten für die OP. Ach, jetzt nicht immer so viel über Geld. Aber bitte, wirklich. Jetzt entspann dich doch, lehn dich zurück. Aber ich bin echt ein bisschen gekränkt wegen ihm. Ja. Psst, jetzt wirst du erstmal verwöhnt von ihr. Was hast du dir denn besonders ausgedacht? Das wirst du gleich schon mitkriegen, mein Süßer. Ich glaube, ich muss erst. Wer ist das denn? Das ist die Paula. Die hat sich's bestimmt anders überlegt, warte. Ich hoffe es, dass sie sich's anders überlegt hat. Hi. Warum zum Teufel machst du denn halt nackt die Tür auf? Hast du jetzt jemanden hier? Nein, natürlich nicht, Schatz. Das kann man nicht. Ich hab doch nur. Das weiß doch. Oh, die sehen doch so neu und ich will die halt in meinem Spiegel angucken. Und sie sehen doch das echt ich mir, geil sieht doch hübsch Schatz. Aus. Ne? Aber Schatzi, du musst, du kannst jetzt nicht was bleiben. Denn? Wieso denn? Was ist denn mit der Chiara, die mich letztens noch... Schatzi, nicht ausziehen, Schatzi. Schatz, weißt du, wie viel Ärger ich eigentlich bekommen habe, weil du mich in die Sohnkleide gezogen hast? Du hast gar keine Ahnung, wie viel Ärger das... Ja, aber Vicky wollte mich rausschmeißen. Du weißt gar nicht, was alles passiert ist. Schatzi, mir geht's heute nicht so gut. Ich habe so Bauchweh, ich habe mir ein Bad eingelassen. Okay. So Unterleibschmerzen. Komm, ich passiere dich ein bisschen. Am Unterleib, Schatzi, wirklich. Ich muss ein heißes Bad nehmen. Okay. Was kann ich denn für dich tun? Du gehst nach Hause und dann rufe ich dich an, wenn es mir besser geht, okay? Ja, komm. Das kann doch wohl jetzt echt nicht wahr sein, oder? Was macht der denn hier? Mit dem Typ immer noch nicht Schluss, oder was? Mir reicht's endgültig. Du versprichst dir heute in der Wohnung Dreier mit einer guten Freundin und zum Zweiten bist du mit dem Typ immer noch zusammen? Ey, mir reicht's endgültig. Die Rechnung für die OP, die kriegst du umgehend. Denn auf mich kannst du nicht mehr zählen. Aber Manfred, jetzt... Nee, komm, echt. Das war's. Normalerweise sind solche Situationen wie hier gerade ein Geschenk für die Menschen, weil die daraus lernen können, dass sie in ihrem Verhalten unbedingt etwas verändern müssen. So wie ich Chiara bis jetzt kennengelernt habe, habe ich wirklich große Bedenken, ob sie etwas ändert. Das liegt auch an meiner Beratungspraxis, denn Menschen, die sich permanent so verhalten wie Chiara, die wollen auch gar nichts verändern. Das ist für die gang und gäbe. Ich bin gespannt, wie es hier endet. Du bist so eine Bitch, du widerst mich an. Schatzi, überleg, Schatzi, bitte. Du widerst mich an, es ist endgültig aus. Fass mich nicht an. Warte doch bitte, Schatzi, ich kann das alles erklären. Ich kann das wirklich erklären, Schatz, bitte. I found a map and draw a straight line. Das war voll der Kacktag. Die Aktion ist echt in die Hose gegangen. Die Männer sind weg. Die Rechnung ist wieder da. Ey, wirklich, beschissener hätte es nicht laufen können. Was mache ich denn jetzt nur? Drei Wochen später. Chiara hat 6 Monate Zeit, die Rechnung für ihre gemachten Brüste zu begleichen. Der Schönheitschirurg hat seiner Frau den Seitensprung gestanden und weder Paula noch Mike haben noch Kontakt zu der 22-Jährigen.